Der FC Bayern München denkt bereits an die Zeit nach Harry Kane und sucht nach einem Nachfolger, der sich allmählich als Stammkraft aufbauen lässt. Real Madrid hingegen steckt tief in einer sportlichen Krise, die sich mit der letzten 1:3-Niederlage gegen den AC Mailand und der 0:4-Pleite gegen den FC Barcelona weiter verschärft hat. Fans und Medien machen zunehmend Druck auf das Team und Trainer Carlo Ancelotti, während sich die Situation in der Liga zuspitzt. Die Abwehr von Real Madrid, die in der letzten Saison als besonders stabil galt, wirkt aktuell zerbrechlich. In den letzten 2 Spielen kassierte das Team satte 7 Gegentore. Die Innenverteidiger, darunter Toni Rüdiger, verlieren zu oft die Übersicht, was die Defensive löchrig und unbeständig macht. Doch das Problem geht über die Abwehr hinaus. Auch im offensiven Pressing fehlen entscheidende Elemente. Es wird berichtet, dass die Mannschaft zunehmend unzufrieden mit Mbappés Defensivarbeit und seinem Pressingverhalten ist. Diese Unzulänglichkeiten belasten die gesamte Spielführung, sodass Ancelotti eventuell gezwungen sein könnte, entweder Vinicius Junior oder Mbappé auf die Bank zu setzen, um das Team zu stabilisieren. Aurelien Tchouaméni stand gegen den AC Mailand ebenfalls in der Kritik. Er war an 2 Gegentoren direkt beteiligt und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Spanische Medien nennen ihn ein großes Problem für die Königlichen, da er trotz seiner Rolle als Sechser zu wenige Zweikämpfe gewinnt und keine ausreichende Stabilität vor der Abwehr bietet. Der FC Liverpool zeigt Interesse an Tchouaméni und Real könnte möglicherweise auf einen Verkauf im Winter setzen, falls ein attraktives Angebot eingeht. Doch Ancelotti steht unter Druck, Lösungen für diese Misere zu finden. Nicht zuletzt, weil bei Real Madrid Titel im Hier und Jetzt zählen und vergangene Erfolge wenig Bedeutung haben. Währenddessen verabschiedete sich Ruben Amorim als Trainer von Sporting Lissabon mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg über Manchester City. Ausgerechnet gegen den Rivalen seines zukünftigen Clubs Manchester United. Amorim, der in der Liga alle 10 Spiele gewonnen hat, wird von Fans und Team in Lissabon mit Standing Ovations verabschiedet. Er steht nun vor der Herausforderung, Manchester United aus einer sportlichen Krise herauszuführen, was für den 39-Jährigen einen gewaltigen nächsten Schritt in seiner Karriere bedeutet. Besonders Mathis Tel vom FC Bayern steht im Fokus für eine mögliche Leihe in der Rückrunde. Die Bayern sind möglicherweise bereit, Tel temporär abzugeben, da er mit seinen aktuellen Einsatzzeiten unzufrieden ist. Andere Vereine wie Augsburg, Werder Bremen und Nottingham Forest sollen ebenfalls Interesse zeigen. David Raum könnte ab Sommer 2025 beim FC Liverpool als Ersatz für den nachlassenden Andy Robertson antreten. Robertson, dessen Leistungen stagnieren, könnte seinen Stammplatz als Linksverteidiger bald verlieren. Liverpool beobachtet neben Raum auch Anthony Robinson von Fulham und Leif Davis von Ipswich Town. Diese Neuzugänge könnten frischen Wind in die Verteidigung der Reds bringen. Mohamed Salah erlebt in Liverpool derzeit eine hervorragende Saison mit 9 Toren und 9 Assists aus 16 Spielen. Trotz der starken Form und Liverpools Interesse an einer Vertragsverlängerung bleibt Salah bisher unentschlossen und betont, dass seine Erinnerungen an Anfield für ihn von großer Bedeutung sind. Neben Interesse aus Saudi-Arabien zeigt nun auch der FC Barcelona Interesse, allerdings nur für einen ablösefreien Transfer. Auch Paris Saint-Germain könnte Salah als Ersatz für Kylian Mbappé gewinnen wollen. Die kommenden Monate könnten also entscheidend sein, wenn sich Salah für einen Verbleib oder Wechsel entscheidet. Der FC Barcelona hat seit Sergio Busquets Abgang Schwierigkeiten, die Sechserposition dauerhaft zu besetzen. In dieser Saison zeigt sich der junge Marc Casado als Talent, doch es bleibt unklar, ob er das hohe Niveau aufrechterhalten kann. Barcelonas Sportdirektor Deco träumt indes von einer großen Lösung und hat dabei Enzo Fernandes ins Auge gefasst. Der Argentinier, dessen Preis im 3-stelligen Millionenbereich liegt, ist bei Chelsea nicht mehr gesetzt und könnte für Barca attraktiv sein. Vorausgesetzt, sie finden die nötigen finanziellen Mittel, möglicherweise durch den Verkauf eines Topspielers wie Frankie de Jong. Der FC Bayern München ist hochzufrieden mit Harry Kanes bisherigen Leistungen. 17 Tore und 8 Vorlagen in 14 Spielen sind beeindruckend. Dennoch plant der Verein langfristig und sondiert Kandidaten, die Kane perspektivisch ersetzen könnten. Auf Bayerns Liste stehen 4 Top-Kandidaten. Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund, Benjamin Sesko und Lois Openda, beide RB Leipzig, sowie Viktor Gyökeres, Sporting Lissabon. Die Leipziger Stürmer besitzen Ausstiegsklauseln in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro, was sie für Bayern attraktiv macht. Viktor Gyökeres hat mit seinen Leistungen in Lissabon überzeugt, könnte jedoch teuer werden, da seine Klausel bei 100 Millionen Euro liegt
und andere Clubs wie Manchester United ebenfalls interessiert sind. Die Zukunft wird zeigen, welcher dieser Kandidaten die besten Chancen hat, Harry Kanes Nachfolger zu werden und Bayerns Stürmerposition langfristig zu verstärken.